So, welcome. And our next speakers are Sophia Sely and Jure Van Zyl. Willkommen zum Talk für Unbeweisbarkeit von Kommunikation und Moralität in Protokollen für das Off-the-Record Protokoll Version 4 von Sophia Sely und Jure Van Bergen. Die werden da auch in dieser Präsentation über Moralität und Ethik sprechen und weshalb wir das in unserer Kommunikation brauchen. Ein warmes Welcome für die zwei. Okay, so hallo und welcome, I am Sophia. Hallo und willkommen, ich bin Sophia, hier ist Jure. Wir werden hier jetzt die Version 4 von OTR zeigen und wir werden hier die Präsentation umbenennen. Also, weshalb brauchen wir sichere Kommunikation? Das war so das Erste, was uns in den Sinn gekommen ist, was wir hier präsentieren wollten. Hier gibt es eines der berühmtesten Publikationen in Kryptographie, der Moralcharakter von kryptografischer Arbeit. Die meisten akademischen Kryptographer denken wohl, dass das ein spaßiges und politisch neutrales Spiel ist. Und die Vision hier, wer wir sind, ist intellektuell zwar beeindruckend und auch schnelle Arbeit dadurch gebracht, aber eigentlich ist die Frage hier, ja, wie sieht das dann aus in der echten Welt? Und wo sollen wir unser intellektuelles Kapital denn effektiv ausgeben? Am Ende des Tages sind wir ja Privatsphäre und Sicherheit Leute und wir haben hier Entscheidungen, die wir treffen und die sind wichtig, weil das ist dann für alle Leute, die unsere Produkte benutzen. Und das hat auch mit ethischen und moralischen Entscheidungen zu tun. Er hat hier viele gute Punkte in seiner Publikation, aber hier geht es da um einen Hauptpunkt. Das ist so etwas, was ein bisschen verlassen wurde von Kryptographie-Forschung. Das war sicheres Messaging. Er sagt, ja, hier hat es sicher ein bisschen Forschung gegeben und ein paar Optionen, aber noch nicht so intensiv untersucht. Und was wir hier jetzt zeigen wollen mit Version 4 von OTR, da haben wir das Problem von Anfang an, die sicheres Messaging-Problem, das wir lösen wollten. Und hier wollen wir die Privatsphäre wieder zurückgeben. Wie ich schon gesagt habe, hat es viele Alternativen in sicheren Messaging-Protokollen. Aber hier zeigen wir, weshalb wir tatsächlich ein Protokoll brauchen, so wie OTR, das die Limitationen auch aufzeigt. Also etwas, was wir brauchen, was wir lösen wollen, das Problem, das wir lösen wollen, da hat es Kommunikation zwischen mehreren Parteien und hier hat es eben das Problem, was wir hier brauchen, um das den Benutzern zu geben, sind Optionen, die funktionieren. Manchmal hat es hier Protokolle, die gar keine Implementation bieten oder im Design gar nicht hier das berücksichtigten. Wir brauchen auch volle Spezifikationen, die für diese Protokolle gegeben werden, weil wir wollen hier keine falschen oder halben Spezifikationen. Wir wollen da gut strukturierte Protokolle, die nicht nur kryptografische Algorithmen vorschreiben, sondern auch, wie diese Algorithmen benutzt werden sollen und wie sie miteinander zusammenspielen. Es reicht nicht aus, dass man hier sagt, ja, man muss elliptische Kryptografie nutzen, sondern man muss auch zeigen oder sagen, wie diese elliptische Kryptografie mit allen anderen Algorithmen funktionieren soll und wie es mit verschiedenen Attack-Szenarien umgehen sollte, etc. Und hier brauchen wir eine voll strukturierte Spezifikation. Wir müssen auch definieren, was für Eigenschaften dieses Protokoll
lösen versucht, welche Schwachstellen, verteidigt es nur gegen gewisse Schwachstellen, hat es Vorwärtssicherheit. Wir müssen auch wissen, welche Einschränkungen hat, weil ein Protokoll kann nicht alles lösen. Wie wir gesehen haben, wir müssen auch mit dem Quantencomputer-Problem umgehen. Das heißt, wir brauchen Postquantenkryptographie. Da konnte man ja den Talk gestern von DJ Bernstein und Tanja Lange sehen, aber die sind noch nicht gut genug, um eingesetzt zu werden. Wir brauchen auch Protokolle, welche existierende Definitionen updaten und anpassen. Wir haben ja schon ein Protokoll, warum sollen wir updaten? Es sieht ja im Moment gut genug aus. Vielleicht sieht es heute gut genug aus, aber in der Zukunft nicht. Aber vielleicht merken wir auch heute schon, dass wir gewisse Definitionen schärfen müssen und besser definieren müssen. Wir brauchen auch Reviews und Bestätigungen, Verifikationen. Wir müssen es nicht nur ins Internet stellen, sondern wir müssen auch formell verifizieren durch verschiedene Parteien, Kryptografen, Softwareingenieure. Wir brauchen auch Implementationen für verschiedene Betriebssysteme und überhaupt, damit man das auch wirklich laufen kann, lassen kann. Und am wichtigsten eigentlich, wir brauchen Ideen aus verschiedenen Richtungen. Die meisten OTR-Entwickler kommen aus Lateinamerika, Ecuador und Brasilien. Wir brauchen Leute aus unterschiedlichen Regionen, weil es nicht ausreicht, Ideen nur aus einer Region der Welt zu haben, sondern man muss Ideen von überall haben, welche die spezifischen Nutzungen in verschiedenen Regionen der Welt abdecken. Okay, so, jetzt müssen wir mal darüber reden, was Off-the-Record-Messaging ist und was Verleugnbarkeit ist. Zu Beginn gab es drei Leute, die ein Paper geschrieben haben. Ian Goldberg, Nikita Borisov und Eric Brewer. Und die schrieben ein Paper namens Off-the-Record-Messaging. Die wollten einen Nachrichtenalgorithmus, ein Nachrichtenprotokoll, damit man so Gespräche haben kann, wie man sie umgangssprachlich in der normalen Welt hat, die keine Aufzeichnungen hinterlassen. Und mit PGP kann man Nachrichten signieren und sagen, ja, ich habe diese Nachricht geschickt. Aber in der echten Welt, wenn ich ein Gespräch habe mit Sophie, dann weiß ich, dass ich mit Sophie spreche. Aber niemand sonst wird wissen, was wir besprechen. Und sie wollten diese Idee in einem kryptografischen Protokoll umsetzen. Und das haben sie getan. Und das ging durch verschiedene Revisionen. Und man kann jemanden verifizieren, dass man weiß, mit wem man spricht, aber in einer verleugnbaren, auf eine leugnbare Art. Ob man über XMPP oder IRC kommuniziert, man will es ja immer noch verifizieren, dass man mit der Person spricht, mit der man erwartet zu sprechen. Also man muss jemanden verifizieren können, nicht authentifizieren. OTR hat einige andere Protokolle inspiriert, wie beispielsweise Signal. Und einige der Eigenschaften von dieser aufzeichnungsfreien Kommunikation ist, dass man einen authentifizierten Schlüsselaustausch nutzt, eine Variante des Sigma-Protokolls. Und was das anders macht, das Original, ist, dass man den Signierteil weglässt, aber den Message Authentication Code immer noch verwendet. Man will bei OTR nicht immer eine Signatur haben. And then through the verification, right, the social media net protocol, you can sort of like have a shared secret or und, like where you can ask a certain question and hopefully this person. Man kann hier eine Frage-Antwort Verifikationsmechanismus haben, wo man eine Frage stellen kann, die hoffentlich nur die andere Person beantworten kann, oder auch eine Fingerabdruck-Comparison, so wie halt out of band dann. Und natürlich alles ist end-to-end verschlüsselt.
damit die Nachrichten auch sicher bleiben. Was auch wichtig ist, dass es eine perfekte Vorwärtssicherheit hat. Es werden einzigartige Schlüssel für die Verschlüsselung jeder Nachricht gebraucht, in jeder Konversation. Und das ist darum wichtig, weil wenn ein Gerät kompromittiert wird, wenn jemand Zugriff auf dein Telefon kriegt, dann kann der Angreifer die zuvor verschlüsselten Nachrichten nicht mehr entschlüsseln, weil jede Session einen einzigartigen Schlüssel hat. Und Postkompromittierungssicherheit ist eben, wenn Alice eine Sicherheitsgarantie zur Kommunikation mit Bob hat, dann kann man immer noch sicher kommunizieren, auch wenn die Geheimnisse von Bob bereits kompromittiert wurden. Und jetzt kommen wir zur Leugnbarkeit. Was ist das genau? In OTR Version 3, also die vorherige Version, in einem Szenario, wo Bob Alice anschuldigt, dass sie einige Nachrichten gesendet hat. Und jetzt ist die Frage, ob Bob hier beweisen kann, dass Alice das tatsächlich gesendet hat oder nicht. Und dann kann man sagen, ja, ist es jetzt leugnbar oder eben nicht. Was jetzt hier mit Version 4 geändert hat, ist in dieser Leugnbarkeit, ist, dass man die Leugnbarkeit jetzt erweitert hat. Also fangen wir mit den zwei einfachen an, mit der Nachricht. Wenn man eine Nachricht sendet, kann man leugnen, dass man diese Nachricht gesendet hat, aber man kann auch leugnen, dass man in einer Nachricht, in einer Konversation teilgenommen hat. Und der Offline-Typ ist, dass man sagt, ja, wir hatten eine Konversation, die ist jetzt beendet, und dann kann man das Transkript nicht mehr faken. Online ist, dass wenn jemand auf dem Netzwerk versucht herauszufinden, was hier passiert, und dass man hier dann auch nicht verifizieren kann, dass eine Konversation stattfindet. Aber natürlich mit kryptografischen Protokollen, da hat man kein Panaceum, da muss man auch OPSEC haben. Ein Protokoll ist leugnbar, wenn die Transkripte keinen Beweis liefern, obwohl der Schlüssel irgendwie kompromittiert wurde. Das ist Offline Deniability. Okay, so basically what we try to, was wir eigentlich hier jetzt erreichen wollen, ist, dass wir alle die Eigenschaften von OTR haben wollen, sowie die ganzen Updates. Wir wollen hier die Vorwärtssicherheit, postkompromittierte Sicherheit, Online- und Offline-Leugnbarkeit und mit Nachricht auch. Wieso wir das noch nicht hatten, ist, weil in der Akademie vage Begriffe hatten, was jetzt diese Leugnbarkeit genau bedeutet. Und was wir mit Version 4 erreichen wollten, ist, dieses Protokoll abzudaten mit was jetzt in der Akademie definiert worden, sodass wir das in ein Protokoll einbauen können, das von mehr Leuten benutzt werden kann. Und was ihr hier seht, ist eine Vergleichstabelle, wo wir die meisten Protokolle hier zeigen. OTR hat eigentlich die meisten dieser Eigenschaften. Manchmal haben wir nicht die volle Eigenschaft, sondern nur partiell. Und das ist hier etwas, was wir auch klar zeigen wollen, dass wir Limitationen haben in diesem Protokoll. Und da wollen wir nicht sagen, ja, das kann alles, sondern das hat auch ein paar Einschränkungen. Einige dieser Eigenschaften und mit diesem Mapping sind vielleicht nicht so genau, weil wir haben das hier basiert auf den Messaging-Protokollen oder Blogposts, und die sind halt vielleicht nicht up-to-date. So, ja, das ist halt der Status hier. So, warum eine Version 4 von OTR? Ja, eben, wir wollen die Leugnbarkeit von in der vollen Form hier, wie vorhin erwähnt, von Teilnehmung, Nachricht, online und offline. Wir wollen auch die starke, perfekte Vorwärtssicherheit und postkompromittierte Sicherheit. Wir wollen eine höhere Security-Level und wir wollen die kryptografischen Primitiven updaten. Das ist eigentlich auch,
weshalb wir einen neuen brauchen, weil wir haben da Algorithmen, die denken, ja, das ist gut genug, aber dann, ja, irgendwann findet ein Angriff auf so einen Algorithmus oder mit der Implementation des Algorithmus, und deshalb müssen wir auch die kryptografischen Primitiven updaten zu etwas, das genug stark ist gegen Kryptoanalyse. Wir wollen auch erweiterte Sicherheit gegen Entschlüsselung geben, falls Elliptik-Kurven kompromittiert werden, weil etwas, was wir schon in Vergangenheit gesagt haben, wir hatten noch keine Quantenresistenz in OTR Version 4. Wir haben hier noch keine Quantenalgorithmen, die gut genug sind, um das in einer Massenversion zu benutzen. Aber wir sehen da vielleicht weiter mit dem NIST-Wettbewerb, was wir hier für Kandidaten haben. Aber falls die Quantensachen früher kommen, als wir gesagt haben, dann haben wir hier auf jeden Fall die Möglichkeit, mit einer sehr großen Primzahl hier, dass das ziemlich schwer wird, zu knacken. Aber wir wollten auch elliptische Kurven benutzen, weil die haben viel kleinere Primzahlen, aber sie haben sogar einen größeren Sicherheitslevel. Wir wollten auch ein neues Kommunikationsmodell inkorporieren, das wir nun haben. Als wir OTR zuerst entwickelt hatten, hat es nur die synchrone Online-Konversation, aber wir wollen jetzt auch online und offline. Das ist etwas, was mit OTR 4 bereitgestellt wird, und auch asynchrone Verteilung der Nachrichten und verschiedene Arten, wie man das implementieren könnte. Weil vorher war es vielleicht nur möglich, die Online-Version zu implementieren. Und wir wollen keinen Servern trauen. Und so wie wir das mit dem authentifizierten Schlüsselaustausch machen, dann müssen wir das in diesem Mechanismus mit dem Offline-Modus, müssen wir das vielleicht mit einem Server machen. Die Hauptänderungen zu Version 3 seht ihr hier in der Übersicht. Und jetzt die Designentscheidungen. Nun, warum haben wir DEXZ und XCDH verwendet statt etwas simpler? Das ist der leugnbare, authentifizierte Schlüsselaustausch, und wir wollten diese beiden haben, weil die geben uns die Leugnbarkeitseigenschaften, die wir benutzen. Wir wollten ED44 auch Goldilocks verwenden, weil das gibt uns das Security-Level, das wir wollten. Weil wir uns auch ein bisschen gegen Quantencomputer schützen wollten, verwenden wir einen Diffie-Hellman mit 3072 Bits. Wir verwenden Shock und XSASA20 fürs Hashing. Shake für Hashing, XSASA20 für die Verschlüsselung, und haben die kryptografischen Algorithmen dafür abgedatet. Wir verwenden Double Ratchet Algorithm, weil die uns wiederum die Eigenschaften geben, die wir brauchen. Was ist das Toolkit, das wir verwenden? Das ist das, was OTR sonst bereitgestellt hat. Damit können Leute zeigen, dass OTR wirklich die Eigenschaften bereitstellt, die wir wollen. Wir haben schon darüber gesprochen, warum wir keine Postquantenalgorithmen haben. Und wir haben keinen Gruppenchat, weil wir keine Algorithmen gefunden haben, die uns die Eigenschaften geben, die diese starke Leugnbarkeit geben, die wir wollen, in einem Gruppenchat. Dafür gibt es keine Algorithmen, die uns gefallen haben, also haben wir das nicht. Okay. Eine der Sachen, die ich von Beginn weg gesagt habe, die wir brauchen, wenn wir so ein Protokoll haben, ist eine echte Implementation. Und zwar eine, die funktioniert. Eine Echtwelt-Implementation. So. Das haben wir gemacht. Wir haben mit Kryptografen und Entwicklern zusammengearbeitet, um so eine Implementation bereitzustellen. Die an der Universität Waterloo haben mit uns zusammengearbeitet für die kryptografischen Primitiven. Und wir haben eine Implementation für OTR Version 4 zusammen entwickelt.
Das ist Goldilocks, eine Erweiterung von libdecaf von Mike Hamburg. Es gibt Leute, die arbeiten jetzt an verschiedenen Implementationen. Wir wollen, das ist uns wichtig, weil wir auch testen wollen, ob es irgendwelche Schwächen in der Spezifikation gibt, die Probleme gibt, wo wir die Spezifikation klarifizieren können und verbessern können, damit es keine Fehler bei der Umsetzung geben kann. Wir haben mit Kryptografen zusammengearbeitet, während sie ihre Papers zu dem Thema geschrieben haben. Und wir hatten die Spezifikation jetzt auch reviewed durch Ian Goldberg und Nick Unger. Zu dem verbunden ist auch, es ist immer wichtig, mit anderen zusammenarbeiten, dass damit man sicherstellen kann, dass man die Algorithmen auch sauber umgesetzt hat, so wie sie gedacht sind. Wir wurden auch in den Papers bereits zitiert und das waren halt einige der Papers, wo die Algorithmen definiert wurden. Wenn wir auch eine solche echte Implementation machen, dann müssen wir auch eine Programmiersprache auswählen und wir haben das jetzt in C umgesetzt. Es gibt bereits Versuche, um das Ganze in Python, Java, Golang umzusetzen, aber wir haben es in C gemacht. C wird oft als die Referenz verwendet und viele der Libraries, die wir verwenden, sind bereits in C geschrieben, also wollten wir die gleiche Sprache verwenden. Ja, in C hat man Speicherprobleme und es gab gerade einen Talk zu Memsed, welcher über Probleme beim Memory Management gesprochen hat. Und wenn wir eine Library bereitstellen wollen, die von echten Leuten verwendet wird, dann müssen wir eine haben, die nicht diese Speicherprobleme hat. Also haben wir sie in eine Testumgebung gesteckt, wo wir das Ganze statisch auch testen können, mit Unit-Tests, mit Wildgrinds und verschiedenen Sanitizern, mit Clang Tidy und Splint. Ja, genau. Und wir haben auch Einheits- und Integrationstests gemacht, Tests geschrieben, weil zum Teil werden Libraries in der Produktion eingesetzt, welche nicht alle Edge Cases sauber abdecken. Und wir wollten sicher sein, dass das uns nicht passiert. Und wir müssen auch, wenn es um kryptografische Themen geht, sicherstellen, dass der Code lesbar ist, damit andere der Entwickler den verwenden können und auch verstehen können, wie unsere Library funktioniert, damit auch das besser überprüft werden kann. Wir wollten auch in der Lage sein, Empfehlungen für andere Entwickler abzugeben. Ja, wir haben das Protokoll entwickelt und das designt, aber wir sollten es nicht einfach nur rausschieben und sagen, ja, versucht mal, sondern wir wollten ihnen auch Empfehlungen geben, Sachen klarifizieren können. Und das macht das Protokoll viel robuster, weil wir finden so Fehler, die Kryptografen nicht entdeckt hätten oder die unsere Entwickler nicht entdeckten, aber die Implementation und die Community haben das gefunden. So, ja, wir haben also viel getestet, aber es ist auch interessant, dass wir das auf verschiedenen Architekturen und Systemen testen. Wir haben da ein paar Bugs gefunden, als wir das mal auf einer Online-Testsuite laufen gelassen haben. Da haben wir ja mit verschiedenen GCC- und C-Lang-Versionen und verschiedenen Linux-Versionen hier haben wir schon ein paar Probleme gefunden. Und wir wollen hier auch die Unterstützung der verschiedenen BSDs, die es da draußen gibt. Und da haben wir gearbeitet an kontinuierlicher Integration für diese Plattform.
Und eine lustige Sache hier ist, mit Debian haben wir da die verschiedenen Architekturen und die haben da auch so Unix-artige Systeme. Also haben wir da ein paar Systeme gefunden in GNU/Herd. Da, unter anderem Architekturen wie MIPS und PowerPC. Das hilft, eine große Bandbreite hier für die Tests zu haben, dass wir da viel finden. Und etwas, was auch sehr wichtig ist, wenn wir hier das kryptografische Protokoll entwickeln, das Leute brauchen sollen, sollten wir auch die Endbenutzer hier priorisieren. Weil am Schluss, ja, die Benutzer sind die zählen. Wenn man das einfach so rausschiebt, dann klar gibt es irgendjemand, der das auch nutzen soll. Und wir versuchten hier da die Implementation und das Plugin für den Pidgin-Client hier irgendwie verständlich zu machen, vor allem in den Dialogen. Zum Beispiel jemand, der gerade einen privaten Schlüssel generiert, dann sollte es klar sein, was dieser Prozess ist und dass der gerade stattfindet. Und es ist auch wichtig, dass das hier gebraucht wird, ist formelle Verifizierung des Protokolls. Also wir haben hier im Moment Arbeit, wo wir versuchen, die Modelle zu überprüfen in der State Machine. Und am Schluss wollen wir hier eigentlich das volle Protokoll hier verifizieren. Das ist einer der Gründe, warum wir hier so eine Struktur haben mit dem Protokoll, weil wenn wir von einem Zustand zu einem anderen Zustand wechseln, da passieren die Probleme, also müssen wir die formell auch überprüfen, dass wir hier die potenziellen Bugs und Fehler schon abfangen können. Uns ist auch wichtig, da die Sicherheit, vor allem da im kryptografischen Umfeld, dass mit dem Code, den wir den Leuten geben, dass der sicher ist. Und wir wollen hier so mit Fuzzing, haben wir integriert, so Libfuzzer und Eiffel, und hoffen wir auch mit OSS Fuzz laufen lassen zu können. Das sind Leute, die eine App-Engine Berechnungszeit bereitstellen, um Fuzzing-Tests zu laufen. Und wir möchten auch euch die Community einladen, hier Audits durchzuführen, also die ganze Security-Community. Hier wollen wir eigentlich, dass sie uns E-Mails senden, so dass wir die Autonomie Digital-Adresse, dass die uns hier Feedback geben. Und wir wollen auch ein professionelles Security Audit haben von unserem Code. Ja. Um abzuschließen, was wir jetzt erreichen wollten, ist ein strukturiertes Protokoll und eine gute Spezifikation zu erstellen, dass die Interaktion zwischen verschiedenen Algorithmen soll zeigen, dass alles korrekt ist. Und wir wollen auch eine Echtwelt-Spezifikation zeigen, das funktioniert, die zeigt, was für Limitationen das wir hier haben, was sind die Designentscheidungen, die hineingeflossen sind, und was sind die Sachen, die effektiv schon da sein müssen, dass das funktioniert. Weil der Benutzer kann sich ja da zwischen den verschiedenen Protokollen entscheiden, je nachdem, wie das die definiert sind. Wir wollten diese Implementierung auch bereitstellen, nicht nur als Implementation, dass das mal draußen ist, sondern dass das tatsächlich eine Standardimplementation ist, die bereit ist für die Produktion, die von Leuten benutzt werden kann und wo andere Implementationen sich darauf stützen können. So, und was wir da jetzt schon am Anfang gesagt haben mit dem Paper da, dem Zitat, wollen wir eigentlich hier die Leugnbarkeit kreieren für die Leute, die in der digitalen Welt unterwegs sind. Und wir wollen auch diese Moralität dabei hineinnehmen. Und wenn wir da etwas haben, das gut genug, das sollte dann gut genug sein für diese Leute, die das brauchen. Hier sind unsere Repos. Da könnt ihr mal drauf gehen. Unsere Halbimplementation in Go. Und die Implementation in Java von Danny von Heumann. Und ja, schaut euch auf unserer Webseite. Wir wollen auch.
Noch eine kleine Sache. Wir haben hier so eine OTR-Community, otr.im, mit einer GitLab-Instanz und mit kontinuierlicher Integration. Und falls ihr da jemals von GitHub nach GitLab euch bewegen wollt, dann wollen wir euch da auch die Möglichkeit geben und euch da hosten mit kontinuierlicher Integration. Wir wollen auch allen Involvierten danken. Da waren viele Leute von fast allen Kontinenten der Welt da involviert. Da haben wir Leute mit mehr als 6000 Zeilen von Kalibration oder Code oder Text. Und falls ihr das wissen wollt, was ihr noch mehr genauer wissen wollt, dann könnt ihr in unser Repository schauen. Hier noch die Referenzen, die Papers, die wir benutzt haben. Und jetzt sind wir bereit für Fragen. Thank you. And of course, thank everyone involved for the amazing work on OTR. So, danke für die Arbeit, für euer Involvement hier. Jetzt ist es Zeit für Fragen. We're going to take a question from the internet first. Eine Frage vom Internet. Die Frage ist, seid ihr da mit Entwicklern von Messenger-Applikationen wie Signal in Berührung? Wird das Protokoll auch andere Medien als Text unterstützen, wie VoIP oder Video? Wir haben nicht mit ihnen zusammengearbeitet, spezifisch oder so. Wir haben mit den Leuten zusammengearbeitet, die OTR ursprünglich entwickelt haben. Die haben auch die neuesten Papers geschrieben. Wir wollten nur OTR updaten, weil das die Inspiration für andere Protokolle wie Signal ist, was ja auf OTR basiert. Und wir wollten das zuerst updaten. In der Vergangenheit, als wir den ersten Draft von OTR publiziert haben, wurde uns vorgeschlagen, dass wir das auch in einer Mailingliste veröffentlichen. Aber wir haben nicht sonst mit ihnen kollaboriert. Nun zu den anderen Medien. Es gibt den zusätzlichen symmetrischen Schlüssel und mit dem kann man solche Sachen teilen. Das wurde auch bereits in OTR V3 spezifiziert, aber nie tatsächlich implementiert in einer Implementation. Meine Frage hat mit den Fähigkeiten zu tun, mit OpenMIMO, mit mehreren Geräten. Und meine Frage ist, ob OTR 4 mit allen Geräten zu tun hat und auch die Leugnbarkeit noch darstellt. Danke für die Frage. Das erlaubt uns, zu diesen Slides zu gehen. Wir gratulieren. Okay. Also. Das ist eine häufige Frage. Und abgesehen von der direkten Frage ist es auch wichtig, das zu beantworten. OTR kann verschiedene Geräte identifizieren und wenn man eine Nachricht verschickt, dann wird man nur für das Gerät identifiziert. Man ist nie auf mehreren Geräten gleichzeitig synchronisiert. Multisynchronisation gibt es nicht, weil das Privacy-Probleme gäbe. Man kann aber verschiedene Geräte benutzen und weil man ja für das Gerät identifiziert wird, werden die Nachrichten auch am richtigen Gerät einkommen. OTR ist agnostischer als OMEMO. Es kann über jedes andere Protokoll funktionieren, nicht nur XMPP. Wenn man OTR über IRC verwenden will, dann geht das. Weil wir auch Offline-Messages unterstützen, kann man es auch über E-Mail machen beispielsweise. OTR hat bessere Leugnbar-Eigenschaften. Ich habe keine Papers gesehen zu
mehreren synchronisierten Geräten, aber das wäre ein spannendes Thema und ODR hat eine besser definierte Spezifikation. Ja, Entschuldigung, das ist vielleicht nicht in Scope. Eines der Probleme mit Messaging-Apps sind nicht nur die verschlüsselten Chats, sondern auch die Leute zu entdecken, um das so zu initiieren. Habt ihr da Gedanken mit diesem Problem? Okay, that's the contact discovery problem. Ja, also das Kontaktentdeckungsproblem. Das ist relevant für etwas, was in Mobilgeräten und im Client eingesetzt wird. Und wir sind an dem Punkt, wo wir das Protokoll definieren und die Library machen. Und wenn wir dann mal erst so weit sind, einen Client zu implementieren, der auf Mobilgeräten eingesetzt wird, dann werden wir uns dazu mehr Gedanken machen müssen. Aber im Moment sind wir nicht an einem Punkt, wo das wichtig ist. Es kommt dann auch darauf an, welches Nachrichtenprotokoll verwendet wird. Das ist schwierig in IRC, aber es ist vielleicht nicht so ein Problem in anderen. Und wenn man das im Mobilfunkkontext verwendet, dann ist das was ganz anderes. Und daher kommt noch. Könntet ihr noch etwas mehr dazu sagen, wieso das mit Gruppenchat nicht funktioniert? Und glaubt ihr, dass das in Zukunft möglich werden könnte? Weil ich denke, das wäre sehr wichtig für täglichen Gebrauch. Ja. Wir haben einige Anstrengungen in die Richtungen gemacht. Es gab mindestens einen vor ein paar Jahren, um ein Multipartei-OTR zu machen. Und da gibt es ein sehr schönes Paper. Wo ist es? Das letzte Paper hier, das SOK Secure Messaging, das definiert einige dieser Eigenschaften, die ein sicheres Nachrichtenprotokoll haben muss, um auch sicheren Gruppenchat zu unterstützen. Und im Moment gibt es keinen guten Weg, um diese Leugnbarkeitseigenschaften zu haben, die wir wollen, mit den momentan verfügbaren Algorithmen. In der Zukunft sieht das sehr, sehr gut aus. Nicholas Hopper hat ein Paper zu Gruppenchats und Leugnbarkeit gemacht. Das hat noch nicht alle Eigenschaften, aber es ist schon mal sehr interessant. Und an der gleichen Konferenz hat Nick Unger uns auch erzählt, dass er ein Paper zu dem Thema ein Paper am Schreiben ist. Und von dem her, ja, das wird wahrscheinlich in der Zukunft kommen. Könntet ihr erklären, wie OTR mit Vorwärtssicherheit zu Signal hier sich verhält? Nun, das hängt vom Schlüsselaustausch aus. Signal verwenden X3DH, Extended Triple Diffie-Hellman, und der gibt eine schwache Vorwärtssicherheit. Und der Start des leugnbaren Schlüsselaustauschs mit dem Double Ratchet Protocol ist das Problem. Der DAAK in OTR wollen wir von Beginn weg starke Vorwärtssicherheit. Auch wenn nur eine Partei den Schlüsselaustausch abschließt, in Signal muss man darauf warten, dass beide Parteien den Schlüsselaustausch korrekt abschließen, um Vorwärtssicherheit zu haben. Und wir wollten das bereits von der ersten Message weg haben. Es war da die, ihr habt da erwähnt, ein Server. Ist das ein Pre-Key-Server. Ein Vorschlüssel-Server. Ist das da gleich wie mit Signal, dass man das auch braucht in OTR wie in Signal? Signal definiert auch einen nicht vertrauten Server. Ich weiß nicht, ob das ein Bedürfnis ist von der Implementation her. Bei uns
ist es so, dass wir alle Vorkehrungen treffen, die man muss, wenn man einen unvertrauenswürdigen Pre-Key-Server verwendet. Wir wollten hier alle möglichen Sicherheitsbedenken beachten, wenn man einen nicht vertrauenswürdigen Pre-Key-Server verwendet. Ein Pre-Key-Server ist auch immer authentifiziert in einer leugnbaren Art. Wir machen es anders als Signal. Wenn man keine flüchtigen Schlüssel mehr hat, verwendet einen statischen Schlüssel. Das hat uns nicht gepasst. Wenn es kein flüchtiges Material mehr gibt im Server, dann warten wir halt darauf, dass mehr flüchtiges Material auf den Server publiziert wird. Ja. And of course, an untrusted pre-key server. Yeah, thank you. Is not required unless you want to support offline messages. Und den Server braucht es überhaupt nicht, wenn man außer man will offline Messaging haben. Wenn man nur online will, dann kann man es auch ohne den machen. Wenn man aber offline Messaging haben will, offline Nachrichten haben will, dann braucht man den Server. Ich wollte wissen, ob ihr auch mit der Integration von OTRV4 und anderen Protokollen gearbeitet habt. Eine der Stärken von Memo ist die Wohldefiniertheit, wie es da zum Beispiel über XMPP mit dem Account und dem Austausch funktioniert. Und da hat man einen gut definierten Weg, wie man die Schlüssel findet. Aber mit OTR hat man die kleinen Tags, die dann sagen, ja, das ist ein bisschen hässlich. Ich wollte da wissen, ob ihr da auch etwas Arbeit gemacht habt in Bezug auf die Integration der anderen Protokolle. Naja, es ist etwas einfacher für OMemo, weil es nur über XMPP funktioniert. Und für OTRV4 können wir uns über irgendein Nachrichtenprotokoll verbinden. Und ja klar, wenn man sowas macht wie einen Pre-Key-Server über IRC, dann könnte das schwierig werden. Also könnte sein, dass das nicht wirklich möglich ist. Es kommt wohl darauf an, was für ein Nachrichtenprotokoll du brauchst und wie man das implementieren kann. Und vielleicht sollten wir einfach auf Nachrichtenprotokolle wechseln, die diese Sachen beachten und wo wir dann erweitern können und Sachen wie einen Pre-Key-Server einstöpseln können. Und naja, eine der Eigenschaften von OTR ist, dass es agnostisch ist gegenüber dem Protokoll, auf das es aufbaut. Und die Sachen zu definieren, die wir in XMPP brauchen, wird nicht Teil von OTR sein. Die werden Teil der Empfehlungen sein, die wir an Entwickler geben, welche OTR über XMPP implementieren wollen. Das einzige Problem, das wir bei einer XMPP-Implementation von OTR entdeckt haben, ist, dass wir einen Pre-Key-Server brauchen und als wir Pidgin verwendet haben, gab es keinen Header, der dafür exponiert war, also mussten wir da ein bisschen tricksen, um das umsetzen zu können. Liebe Zuhörer, vielen Dank. Das war jetzt OTR Version 4.